Welcome to Harlem. Zumindest ein Stückchen davon weht derzeit durchs Münchner Prinzregententheater. Ain't Misbehaving schrieb bereits Theatergeschichte und gewann nach der Uraufführung am Broadway 1978 jeden Preis, den eine Produktion in einer Saison gewinnen kann. Nun, mehr als 30 Jahre später, soll der Siegeszug weitergehen. Die Neuinszenierung des allein am Broadway über 1600 Mal gespielten Stücks geht nun auf Europatour und ist seit dem 6. Januar in München zu Gast. Ain't Misbehaving ist kein Musical im herkömmlichen Sinne. Alles, was man hier zu sehen und zu hören bekommt, ist eher ein Mix aus über 30 Songs der berühmten Jazzlegende Fats Waller. Dieser starb bereits 1943. Da waren die Schauspieler der aktuellen Inszenierung noch gar nicht auf der Welt. Welche Erinnerungen haben Sie also an diesen großartigen Künstler der 20er und 30er Jahre? Wissen Sie, das ist lustig, weil ich gar nicht so viel über Fats Waller wusste. Aber mein Vater sprach viel über ihn. Er war in den 80ern bekannter. Ich verfolgte seinen Werdegang und ich habe sogar eine der Ain't Misbehaving-Vorstellungen gesehen. Das war im Jahre 1972. Ich bekam immer mehr Informationen über seine Musik und seine Persönlichkeit. In dieser Zeit war diese schwarze Musik mehr Popmusik. So wie es heute bei einer Christina Aguilera oder vielen anderen Künstlern der Fall ist. Das ist nun die Popmusik der heutigen Zeit. Man hört sie sozusagen in jedem Haushalt. Wayne W. Pradlaw spielt hier den Spaßvogel Ken. Sein Können zeigt er nicht nur auf Theater- und Musicalbühnen dieser Welt. Einem Millionenpublikum wurde er durch die amerikanische Fernsehserie Law and Order bekannt. Bühne oder Fernsehstudio? Wo fühlt er sich mehr zu Hause? Es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Bei Fernsehproduktionen musst du viel mehr warten, bis du gebraucht wirst, endlich mal drankommst. Beim Theater ist aber alles sehr viel intensiver und du weißt sofort nach der Aufführung, ob es gemocht wird oder nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wer könnte auf diese Frage am besten antworten? Richtig, das Premierenpublikum. Ich finde es mitreißend und es ist guter Groove, schöner Swing. Ich fand es sehr schön. Also es hatte sehr viel Energie, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut. Zweiter Arm nach oben. Dieses alte, jazzige, bluesige, das gefällt mir sehr gut. Mir gefallen die Outfits, also die Klamotten und so und wie sie tanzen auch. Ja, ich mag einfach diese Musik aus der Zeit. Ja, dieses jazzige Swing und das ist cool. Ja, es ist mitreißend. Ich finde es einfach schön, weil es so verrückt ist. Direkt aus New York, Ain't Misbehaving, das legendäre Broadway-Musical. Die letzte Vorstellung läuft bereits am 15. Januar im Prinzregententheater.